aus meinen Sachen, ja. Heute wollen wir mal ein Landscape mit Hilfe von World Machine herstellen. Für World Machine gibt es eine kostenlose Version, die Texturen in Größe von 512 auf 512 Pixel raushaut. Für unsere Zwecke komplett problemlos und angemessen. Wirklich viel größere Sachen brauchen wir erstmal nicht, weil es geht ja nur darum, wir wollen ein Landscape machen. Steine, Geröll und so weiter, das wird ja später alles mit Meshes erstellt. Wir wollen ja nur den Boden. Das wird leider oft vergessen. Viele denken ja, ganzen Geröll, Steine, Höhen etc. sind halt tatsächlich ein Teil der Landscape. Sind es nicht. Es ist quasi wirklich nur der Boden, worauf das Zeug verteilt wird. Es ist kein einziger Stein, kein einziger Felsbrocken oder sonst was ist wirklich Teil des Terrains. Oder der Landscape, das ist alles Assets, die man draufsetzt. Wollte ich nur mal gesagt haben, das habe ich im ersten Tool komplett vergessen. So, jetzt zum neuen Tool. Der eine oder andere, der vielleicht Substance Designer mal ausprobiert hat, wird sich hier sehr schnell zurechtfinden. Wir nutzen hier auch verschiedene Nodes, um uns einfach unser Landscape zu erstellen. So. Wir brauchen ja erstmal eine Basis. Wir haben hier noch nichts. Noch nichts. Alles leer. Ja. Ich nutze als Basis jetzt einfach mal Vinoa. Vorinoi, keine Ahnung. Ich Französisch, ich kann kein Französisch und suche mir hier mal was Schönes aus. Ich glaube, ich gehe doch schon mehr in die Richtung. Ah nee, ich glaube, ich gehe in die Richtung. Dann gehe ich Scale mal auf. Ey, okay, nicht Enter drücken, sonst macht das Fenster zu. Ich game Scale mal auf 4 Kilometer. Lasst euch hier oben nicht ablenken. Ich glaube, 4 Kilometer sind auch mal eine ganz gute Größe. Jetzt kann man hier verschiedene Sachen einfach einstellen und ihr seht ja, wie es sich verändert. Und wir brauchen jetzt erstmal so eine grobe Basis. Ich würde sagen, ja. Ich glaube, so. Ja, okay, die tun jetzt bei dem Filter jetzt nicht so wirklich viel. Machen wir okay. So, jetzt haben wir hier eine Basis. Die sieht jetzt halt noch nicht so wirklich geil aus. Wir können auch verschiedene Ansichten uns ansehen. Hier oben haben wir verschiedene Reiter. Ja, die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Wir können auch sagen, okay, so ganz gefällt mir das nicht. Ich hover mal hier irgendwo drüber und vielleicht finde ich irgendwas Schöneres. Hier so die drei Berge. Ich glaube, die behalten wir mal bei. Wir haben es halt nochmal in der Explorer-Ansicht. Also wie gesagt, das ist hier halt unendlich, da das ja verschiedene Nodes sind, die sich einfach ins Unendliche skalieren. Da findet sich immer was man braucht. Hier haben wir hier unser Terrain, das Stück, was wir erstellen. So, hier haben wir das Stück, das wir erstellen, nochmal in schöner 3D-Ansicht. Oder halt in Bitmap-Form. Aber das sieht jetzt halt, wie gesagt, noch nicht so wirklich aus wie irgendwas, was in einem Spiel ist. Vielleicht in irgendeinem Polyspiel, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja irgendwie da was halt Vernünftiges rausmachen, wo man halt tatsächlich drauf laufen kann, was man als reale Welt interpretieren könnte. Also müssen wir da ein bisschen dran arbeiten. Dafür nehmen wir einen Combiner, hauen den jetzt einfach mal hier rein. Mit Rechtsklick kommt ja auch wieder aus dem Tool raus. Und ich würde sagen, wir generieren da mal einen Perlin, damit arbeite ich immer ganz gern. Das verbinden wir miteinander. Und wichtig hier, sobald ihr hier drauf drückt, habt ihr halt die Noise nur. Wir wollen ja, dass das in dem Fenster hier, das hier angezeigt wird. Dann machen wir in dem einfach G. Lock, Preview und Device. Dann ist das gelockt und wir können Sachen hier verändern, ohne dass wir in das Tool wechseln. Wir sehen halt, wie es Ende aussieht. Mal hier so. Ja, mehr so in die Richtung. Was auch wichtig ist, nach jedem Step, den ihr gemacht habt, solltet ihr die Sache mal bilden.
Einfach nur, um sicher zu sein, dass ihr wisst, dass das hier einwandfrei funktioniert. Bei manchen Nodes macht es doch einen krassen Unterschied, wenn es gebildet ist und wenn nicht. Okay, wer möchte, also an für sich gefällt es mir so, wie es aussieht, schon mal ganz gut. Aber wir können ja einfach nur, um euch zu zeigen, was auch eine sehr praktische Node ist, da brauchen wir wieder einen Combiner. Ist nämlich bei Generate. Der Layout Generator. Den packen wir mal da mit rein. So, das ist ja unser Standard. Jetzt wollen wir weiter. Na, hier hat sich jetzt halt noch nichts verändert. Dann gehen wir hier rein. Vielleicht über einen Add. Es kommt halt auch wieder ein bisschen drauf an, was wir machen wollen. Aber ich glaube, über den Add funktioniert das eigentlich doch ganz gut. So haben wir halt wenigstens unsere Basis. Die tun wir auch wieder blocken. Gehen hier rein, Doppelklick und es öffnet sich das Feld. Das funktioniert auch nur in dieser Top-Ansicht. Ja. Und hier können wir dann einfach ja, verschiedene Sachen reinzeichnen. Wir können hier eine Linie reinzeichnen, die so ein bisschen spawnt. Wir können das System zum Abschluss bringen. Okay, irgendwas hat hier nicht funktioniert. Ab und zu passiert mal was Seltsames. Achso, der ist wieder zurück. Add. Okay. Da rein. Doc Preview. Da rein. So, jetzt sollte es wieder gehen. Brauche ich unbedingt die Lines? Okay. Ja, und mit den Tools kann man hier einfach verschiedene Sachen aufziehen, die damit interagieren. Und dann hier zurück in unsere Combiner können wir halt auch einstellen, wie stark die tatsächlich jetzt miteinander agieren. Ich glaube, das Add hat auch nicht so eine gute Wahl. Ich nutze das jetzt einfach mal, um unser Gebiet so ein bisschen dort höher zu machen. Okay. Wie gesagt, das gefällt mir nicht so ganz. Es ist vorhanden, ihr wisst, ihr könnt es nutzen. Ich bleibe jetzt erstmal hier dabei, weil das hier fällt mir schon mal ganz gut. Gebaked ist es. Aber das sieht ja halt noch nicht wirklich so aus, wie das könnte in einem Spiel so sein. Schon weniger kantig, aber halt immer noch sehr, ja, komisch. Deswegen, ich würde jetzt sagen, dann braucht man ein bisschen Erosion. Die hauen wir da drauf. Und es ist ja quasi wie auch in Unreal, wo wir gesehen haben, okay, mit der Erosion können wir einfach gucken, wie reagiert das Ding auf Wetter, das schon lange existiert. Und schon wird es immer besser. Obwohl, ich würde schon sagen, ich hau noch mal eine neueste zwischen diese ganzen Spitzen, gefallen mir nicht so gut. Ich glaube, hier hau ich noch mal eine andere. Strang V. Wenn man schafft, die Linie genau zu treffen, funktioniert es nicht. Ah, jetzt doch. Vielleicht sollte ich einfach noch mal eine andere Neues drüberlegen. Vielleicht einen Gradienten, dass ich einfach die Spitzen ein bisschen abflachen kann. Gucken, wie es aussieht, wenn wir uns Wasser reinmachen. Dann haben wir hier hinten nämlich so ein bisschen Wasser. Hier mehr Erde. Mal gucken, wie das Ganze so aussieht.
Das sieht doch eigentlich ganz nice aus mit dem Wasser. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So kleinere Details kann man im Nachhinein auch in der Engine anpassen. Ja, das ist ja nur dieses Stück, was mich stört. Das andere ist ja ganz okay. Jetzt brauchen wir halt, da wir ja Wasser drin haben, dürfen wir nicht vergessen, die brauchen wir noch, weil wir brauchen ja fürs Wasser ein Ufer. Dann sollten wir uns vielleicht hier erstmal was festlegen. So. 7, 8, 9 ist doch ganz lustig. Dann nehmen wir das auch mal. Ey. Ja, wir sollten nicht Enter drücken, weil dann geht das Fenster wieder zu. Das Ding hier, das soll ja jetzt irgendwie in die Engine kommen. Dazu müssen wir ja verschiedene Sachen jetzt erstmal raus exportieren. Oder zumindest eine Hauptsache erstmal, wir brauchen die Heatmap. Und haben wir gebaked? Ja, hat funktioniert. Dann brauchen wir, wo haben wir es denn? Output. Das war die Rot oder Height. Height Output. Ist eine schwarz-weiß Mask. Hier ist eine Bitmap. Man kann auch eine Bitmap sich rausgeben lassen, wenn sich jetzt einer die komplette Textur oder sowas da rausziehen möchte. Geht auch. Aber die wollen wir jetzt nicht haben. Wir haben nachher was anderes mit der Textur vor. Wir wollen jetzt erstmal die Height-Information. Wie hoch oder wie tief ist etwas? Den haben wir hier bei den Height-Output. Ich nutze RAW, weil wir wollen möglichst viele Informationen. Ich mache mir einen File Name. World One. Speichern. Alles, ja, das kann so bleiben. Und hier, wichtig, drückt hier drauf. Auf Write Output to Disk. Auf OK macht das Fenster zu. Hat funktioniert. Jetzt OK. So, hat schon angesprochen, wir wollen ja mehrere Texturen rausrechnen. Nicht nur die Height Map. Ja. Das Schöne bei World Machine, wir können uns auch viele andere Maps rausrechnen lassen, die wir als Maske nutzen können. Sehr praktisch. Das erste, was ich mir rausrechnen lassen möchte, ist der Slope. Also quasi, wie steil ist irgendwas. Daran werde ich dann halt unsere Gesteinstextur erstmal festlegen. Funktioniert halt für Gebirge halt besonders gut. Die sind halt ein bisschen knifflig, wie ihr seht. Mit dem Schwarz-Weiß lässt sich jetzt halt schwierig arbeiten. Da muss man ein bisschen hin und her gucken. Alles, was schwarz ist, wird ausmaskiert. So, rein theoretisch müsste dann alles das, was jetzt weiß ist, Stein werden und schwarz sollte eine andere Sache kriegen, je nachdem, was unten angelegt ist. Kein Problem, falls mal da irgendwas nicht so funktionieren wollte, wie ihr es euch erhofft habt. Wir können ja immer wieder reingehen, wenn ihr es gespeichert habt und es anpassen. Ich mache mal gleich zwei. Ihr werdet gleich sehen, wir brauchen zwei davon. Ich sette mir den hier. Word one. Slope. Einfach damit ich weiß, was es ist. Ey, ohne B, nur mit E. Speichern. Aber hier nicht als RAW. Wir brauchen hier einfach nur eine 8-Bit-PNG, weil wir halt wirklich nur Schwarz-Weiß-Informationen brauchen. Reicht vollkommen aus. Speichern, yep. Und das nächste. Ach, jedes Mal. Und das nächste, was wir brauchen, ist die Höhe. Die kommt da rein und hier rein. Hey, da rein. Und die ist jetzt für unser Wasser. Das ist halt immer ein bisschen knifflig, weil man halt direkt, was wir als Wasser ausgewählt haben, nicht sieht. Aber ich glaube, so in etwa wäre schon recht dunkel. Ich glaube, so in etwa passt das. Auch hier wieder Set. World One. Wasser speichern. Output to Disk. Moment, habe ich hier auch Output to Disk? Sicherheitshalber nochmal. Okay. So, jetzt sollte ich alle meine Texturen, die ich brauche, haben. World 1, World 1, World 1. Achso, ja, das ist ja der. Habe ich gerade wohl 4? Ich habe doch nur 3, aber das ist ja hier unsere World-Maschinen-Datei. Gut, haben wir erstmal das, was wir brauchen.
Schauen wir mal, wie es in der Engine aussieht. Create New ist ja das, was wir das letzte Mal genutzt haben, wo wir einmal freihand gezeichnet haben. Jetzt gehen wir Import from File. Heatmap-File. Dann öffnen wir unseren Pfad, wo wir halt abgespeichert haben. Und World 1. Height. Öffnen. Dann habt ihr hier so eine grobe Ansicht. Ich finde persönlich, der ist mir doch von der Höhenverhältnis her nicht so gut. Aber kein Problem. Wir können Sachen ja anpassen. Hier beim Scale können wir sagen, okay. Ich hätte das halt vielleicht nicht gern so steil. Geh mir ein, ja, die Hälfte. Hälfte ist gut. Machen wir mal 60%. Ich probiere es mal so. Import. Errechnet. Zack, bang. Wir haben unsere schöne Welt drinne. So, okay. Da soll jetzt auch Landscape drauf. Das hatten wir ja schon mal in einem Tutorial gemacht. Ich nehme einfach das gleiche. Zack, drauf. Und ja, in Mesh Paint. Nee, halt. In Landscape. So. Paint. Auch hier müssen wir wieder natürlich die Informationen anlegen. So. Sorry, kurz abgeschmiert. Ja. Heatmap haben wir eingefügt. Jetzt wollen wir unsere Masken nutzen. Die können wir auch hier. Import von File. Erde warst du. Ach so, ich habe auf die Größe nicht geachtet. Okay. Ah. Oh, Wilma, ich habe ein Upsi gemacht. Ich habe die Farben verdreht. Also, gehen wir noch in die World Machine. Das war der. Nein. Das war der hier. Und drehen die Farben um. Nochmal Import vom File. Dann suchen wir es nochmal. Öffnen. So rum. Ja, so macht das doch ein bisschen mehr Sinn. Wobei ich sagen würde, ja, wir bräuchten doch ein bisschen weiter die Erde. Ist halt immer ein bisschen herumgegucke, bis es so funktioniert, wie man will. Weil man das an der World Machine ja nicht so 100% sieht. Ja, aber tut's jetzt für den Zweck jetzt erstmal. Das gleiche auch für unseren Stein. Import vom File und das war ja das hier. Ja, war ich halt die Größe. Ja, da schon ein bisschen besser funktioniert. Wenn man da noch schöne Materialien hat, die hier nicht ganz so klein sind, wirkt das alles schon ganz anders. Und so hat man dann halt relativ schnell Landscape plus Material verteilt. An der einen oder anderen Stelle funktioniert es halt nicht so gut, aber da können wir ja drüber painten. Aber die Stärke höher, Radius kleiner, Vorlauf auch. Dann machen wir das komplett grün. Obwohl vielleicht die Seite hier. So. Alles kein Problem. Auch hier, das hätte ich gern mehr grün. Wenn man dann halt schönere Materialien noch hat und die auch passen für seine Umgebung, nicht einfach irgendwas halt raus exportiert, einfach nur um es zu haben, kann man da doch schon echt viel mitmachen. Dann war es das jetzt für das Tutorial. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns später.